Nicola Dovidan, der Heimsieg gegen Osnabrück. Wie hat sich's angefühlt, nachdem es ja davor schon ein bisschen so gefühlte Schelte gab? Ja, ich fand, wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht und der Sieg war natürlich immens wichtig für uns und wir haben uns richtig gut gefühlt danach, weil wir auch, denke ich, ein sehr gutes Spiel gezeigt haben. Ich denke, offensiv haben wir uns eindeutig mehr Chancen erspielt wie in den letzten Spielen und ich denke, auf dem können wir jetzt auch aufbauen. Habt ihr Erklärungen dafür gefunden, warum es jetzt gegen Osnabrück besser gelaufen ist? Erklärungen. Wir haben uns alle eher mit uns beschäftigt, weniger mit dem Umfeld und mit der Außenwelt und haben uns den vollen Fokus auf die Mannschaft gelegt und wollten unbedingt den Heimsieg unseren Fans auch schenken und uns damit belohnen. Und ich denke, das ist uns sehr gut geglückt. Schauen wir uns mal den jungen Saisonverlauf an. Sieg, dann Heimniederlage, dann im Pokal gewonnen, dann wieder verloren, jetzt wieder gewonnen. Aber jetzt wollt ihr diese Serie mal durchbrechen, denke ich mir. Ja, auf jeden Fall. Wir wollen jetzt eine längere Siegesserie mal starten, viele Punkte einfahren und auch mit einem positiven Gefühl in die Länderspielpause gehen. Und ole ole, es geht gegen deinen Ex-Club. Ja, ich freue mich, dass ich viele bekannte Gesichter wieder sehe. Aber wenn das Spiel angepfiffen wird, gibt es leider keine Freunde und dann zählt nur der Erfolg mit dem FCN. Hat der Trainer mal nachgefragt, weil wenn einer sich in Heidenheim auskennt, dann du. Ja, jetzt noch nicht, aber vielleicht kommt das noch im Laufe der Woche. Frank Schmidt, was musst ihr oder was kommt da auf euch zu? Du kennst die ja ein bisschen. Ja, eine sehr gute Mannschaft mit auch individueller Qualität, richtig guter Team-Spirit auch. Ja, wir werden auf, glaube ich, eine sehr gute Zweitligamannschaft treffen. Wir werden einen sehr guten Tag brauchen, damit wir auch gegen sie bestehen. Heidenheim zweimal im Stück verloren, kennt man von ihnen gar nicht. Ist das bei denen ein Problem, was euch in die Karten spielen könnte, oder sind die dann erst recht nissig? Ja, das ist schwierig zu sagen. Letztes Jahr war es so, wenn wir zweimal verloren haben, wollte man es unbedingt dann wissen. Aber jetzt weiß ich nicht, wie die Mannschaft halt dasteht durch die Abgänge. Und ja, klar, sie müssen halt auf sich schauen, wir schauen auf uns und wir wollen natürlich unsere Top-Leistung aufs Feld bringen und dann bin ich guter Dinge. Wie fühlen sich Heimsiege an, nachdem es ja in Nürnberg nicht so viele gab in letzter Zeit, aber jetzt ist ja mal einer rausgesprungen. Sehr schön, die Fans, da kann man nur sagen, Hut ab, was die immer leisten über die 90 Minuten, die unterstützen uns, pushen uns und ich denke, das ist sehr wichtig, vor allem jetzt in der Anfangsphase, weil wir ja doch sehr viele neue Spieler sind, neue Trainer und ich denke, da ist die Unterstützung von außen sehr wichtig für uns. Frei Dovidan, kann das was Großes werden, der neue Mann, der da vorne mit drin rumwuselt? Ja, fürs erste Spiel war es schon sehr ordentlich, denke ich. Ja, klar, fehlt noch ein bisschen der Feinschliff, aber das wird noch kommen. Und ja, solange wir beide gut spielen, gibt es keinen Grund zu wechseln. Und Geisi darf nach wie vor weiter schießen, weil du würdest ja auch gerne, denke ich mal, den einen oder anderen Runenball gerne mal treten. Ja, wir wissen ja alle oder ganz Deutschland weiß, was Geisi für einen rechten Fuß hat. Und ja, solange die so gut kommen und er auch uns belohnt mit einem Weitschuss-Tor, darf er natürlich weiter schießen. Ja, abgefallen. Wir hatten schon das ganze Spiel, denke ich, eine richtig gute Phase und haben auch den Gegner öfters unter Druck gesetzt. Und ich glaube, man hat auch gesehen, dass wir unbedingt den Sieg haben wollten. Und ja, eigentlich war es nur noch der Frage der Zeit, bis das Tor fällt. Ich muss ehrlich sagen, mich beeinflusst das jetzt nicht so, aber klar gibt es vielleicht auch Spieler, die das mehr beeinflusst, aber das Wichtigste ist, was am Platz zählt und wir sind die Einzigen, die das beeinflussen können und natürlich freuen wir uns, wenn uns die Fans unterstützen und das gibt natürlich zusätzlich auch Kraft, aber ich denke, man hat auch gesehen, wir haben am Sonntag ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Vielleicht müssen wir noch einige Chancen besser ausspielen und dann steht es auch vielleicht früher 1-2-3-0 und an dem werden wir jetzt in den nächsten Wochen arbeiten. Vor Frucht mit Fruit to Go. Fruit to Go von Frankenbrunnen.